Und hallihallo, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Let's Play Stalker begrüße ich euch. So, was geht denn hier ab? Ein Bunker. Aber was ist das? Was ist das? Klingt gruselig. Wobei hier alles gruselig klingt. Oh Gott, was ist das für eine Anlage? Zombus. Danke. Das ist halt die Frage, ob die durch Kopfschüsse weniger anfällig sind als die normalen menschlichen Gegner. Und die Frage, was hier so an Viehzeug noch rumfleucht, an mutierten Viehzeug. Ja, du hast auf jeden Fall Granaten. Ohne Ende. Ich will immer noch ein bisschen mit da schießen. Wir müssen mal gucken, wie die... wie genau die ist oder wie gut die halt schießt. Es sind viele Gegner da hinten. Ich glaube, ich muss rülpsen. Oh Gott. Ich bin einfach nur umfällt. Weg damit. Billigwaffe. Okay, was ist das? Das sind halt echt solche Sachen, die mich richtig interessieren. Okay, Dreier. Okay. Dreier. Drei Leute. Und Zweier da drinne. Gelb. Gelb bedeutet erstmal immer freundlich. Also müssen wir aufpassen, auf wen oder was wir schießen. So, tot. Na, die rufen auch schon. Hallo, hallo. Und da denke ich mir bloß, leck mich. Hallo, hallo. Alter, blöde Tür. Zumal die wurde ja nicht von mir geöffnet, die wurde ja automatisch geöffnet. Das müssen Sie verstehen.
Ich flehe Sie an, bitte tun Sie es. Wir alle sind davon abhängig. Ah. Hallo. Wow, Gezeichneter. Das war auch höchste Zeit, dass du zu uns durchkommst. Mal sehen. Okay. Hallo, Professor. Geh mal da rein. Ach, dürfen wir gar nicht. Und dann halt nicht. Was gibt's hier? Nichts. Was gibt's hier? Nichts. Schön. Was gibt's hier? Nö, nö, nö. Hallo, Professor. Hallo. Ja. Hallo, ja. Hallo. Gegenstand erhalten. Ökologen SSP 99. Danke, Gezeichneter, richtig? Du hast gerufen, unsere Verbündeten Krugloff zu retten. Und um dir meine Gedankbarkeit auszudrücken, möchte ich dir einen unseren Arbeitsanzug geben. Der ist sehr nützlich, wenn... du weißt schon was. Aufträge. Den einzigartigen Anzug beschaffen, ein Teil der Schnorkleiche vor... Oh ne, Snork. Schnork. Oh ne. Ne, gut. Bis dann. Noch was? Okay. Hallo, hallo. Ein chemischer SSP-99-Schutzanzug, der speziell für die Zone entwickelt wurde. Er wird von Forschungsexperten und den hallo, mit hallo. Ihnen zusammenarbeitenden... Leck mich. Und den mit ihnen zusammenarbeitenden Ego-Stalkern verwendet. Er hat integrierte Luftfilter und ist klimatisiert, widersteht Hitze und Elektrizität und bietet guten Schutz gegen Strahlung und biologische Anomalien. Er hält chemisch aggressiven Umgebungen stand. Er ist kein Kampfanzug und weder kugelsicher noch splitterfest. Das sieht man, wenn man den ausrüstet. Strahlung 90, Verätzung, ja, Panzerkappe wenig, Schutzexplosion wenig, aber alles andere ist krass. Reiser, ja. Ja. Oh, unser Freiheitswachanzug ist echt kurz vorm Kollaps. Hier müssen wir langsam echt mal wechseln. Ich denke mal, nach der Aufnahme werde ich mal... was heißt schnell? Werde ich mal irgendwann... dann doch zurücklaufen müssen. Wie ist unser Gewicht eigentlich? 85, ja, das geht eigentlich. Was haben wir denn hier? Na gut. Würde ich doch mal sagen, wir gehen weiter. Wurde? Also muss ich jetzt blindlings in dieses Gebiet reinlaufen und mir dort... Ghost suchen. Klatsch. Ja, anscheinend schon. Also hier muss irgendwo in diesem Gebiet müsste dann doch wohl der Ghost sein. Alter. Alter Müll. Leck mich am Po. So oder so. Okay. Irgendwie. Das Bild hat sich verändert. Sieht so leicht gräulich aus, mit so einem leichten Flimmern. So. Okay. Mit so einem leichten Flimmern. Ein altes Feuerwehrfahrzeug. Okay. Hinten ist noch jemand. Eine alte Röhre.
Was da wohin geht? Volle Truhe. Kiste. Jetzt bin ich wieder hier. Na gut. Also ich muss dann doch schon sagen, dass dieses Gebiet mir wieder mehr Angst einflößt als das vorherige. Muss ich doch zu ehrlich zugeben. Und was ich cool finde, diese Zombies sind nicht so lame wie manch andere Zombies. Also okay, es wäre vielleicht gruseliger, wenn sie in Massen auf einen zurennen würden, aber das hier ist cooler und realistischer. Also immerhin noch Zombies, die sich ansatzweise wehren können. Nicht nur durch ihre Masse, sondern auch tatsächlich irgendwie was machen können. Oh, guck mal, M209-Granate. So, und Fleischklumpen. Wo ist denn die beste Position, von wo aus wir uns hinbegeben können? Wir laufen mal hier hinter. Müssten wir in genug Abstand erreichen, um von hier aus geradlinig die Feinde zu begegnen. Gibt's hier irgendwas Geiles? Da, guck mal, einfach Stück. Okay. Das ist schon nicht so schlecht. Ah, durch das Gebüsch. Hier sehe ich die auch nicht so gut, die Feinde. Diese Zombies. Und ihr seht diesen komischen Flimmerton auch. Der fällt vom Himmel auf. Im Himmel. Im Himmel. Oh. Das ist doch... Das ist doch ein Snork. Speichern? Aber laut... Dings, WGP, also laut diesen Wiki hier, existieren die doch dann bloß. Oh Gott, wie ich sofort Gänsehaut kriege. Wir sind aggressiv. Jagen. Ihn. Alter. Was bist du gewesen? Du bist Snork gewesen, genau. Also tragen können wir den nicht. Na gut. Speichern wir mal wieder. Also entweder sind die an der...
du bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, zwei gezielte Schüsse reichen aus für die. Was macht er denn für Geräusche? Gott, oh Gott. Junge. Ja, ich bin über meine Schrotflinte froh. Möchte auch diese Munition vollständig mitnehmen. Sowieso. Wieso brennt das? Na, die Reichweite ist noch zu gering. Naja, die Gefahr besteht natürlich jetzt immer, dass hier diese Snorks kommen. Der vergeht bitte Hunger. Nein, eigentlich nicht. Siehst du? Sag ich doch. Da vergeht mir gar nicht der Hunger. Da kriege ich Hunger. Lecker Menschenfleisch. Vergammelt. Und verstrahlt. Das ist meine Leibspeise. Was? Was mit einem? Sieht nicht so gesund aus, würde ich sagen. Jetzt hätte ich dann doch schon mal gerne ein leises Gewehr dabei, weil ich. Bitte was? PSI Emissionsniveau kritisch. Gefahrenzone verlassen. Brauche ich hier vielleicht den hier? Gibt es mir dann besser? Ja. Nein. Was? Wie komme ich in diese Zone rein? PSI. 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 Emissionswerte kritisch. Oh, ich muss niesen. Oh nein, bitte nicht. Oh, doch nicht. Gut. Oder gehört das dazu? Zack. Wir speichern hier mal. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ob das dann auf die Dauer echt scheiße wird. Alter, übel zerfleischt. Alter, ja, das ist wirklich übelst gefährlich. Ach, Jolo, wir sterben jetzt eh hier, das ist nicht so schlimm. Was? 10 Leute? What the fuck? Mir geht's nicht so gut, würde ich sagen.
Nö, würde ich nicht sagen, würde ich sagen. Hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hallo. So. Also, Medikit. Oh, Snork. Oh, tot. Ja, nee, würde ich sagen. Hier geht's noch nicht hin. Ich würde gerne, aber ich würde euch echt gerne wissen, was die hier ist. Und da werde ich auf jeden Fall schauen, wie ich zur Hölle doch mal verdammt da hineinkomme. Ohne natürlich mir jetzt irgendwie, ne, dort mein Leben stressig zu machen. Was ist denn jetzt? Hat sie es jetzt ausgeweitet oder was? Na, anscheinend schon. Naja, ich weiß. Alter. Ja, hier sieht's besser aus, oder? Nein! Na, was zur Hölle? Ich bin doch jetzt schon weiter weg. Nervt mich nicht. Ah, ich hab Angst, Mami. What the fuck? Aua. Oh, LKW. Auffahrunfall. Naja, alles nicht so wild. Lass mich rein. Angst. Geht's mir hier besser? Nein! Was ist denn nur los? Na genau. Mir geht's gar nicht mehr gut. Hallo. Mir geht's nicht so gut. Alter. Okay, dann gehe ich halt weg. Ich gehe ja schon. Tut mir leid, dass ich hier war. Mann, Mann, Mann. Oh Mann. Tut mir echt leid. Der Gehirnschmelzer. Der wird wohl nicht ohne Grund so genannt. Also bis Ah, und da bin ich wieder. So. Wir haben survived. Was machen wir jetzt mit der restlichen Zeit? Also, ja. Oh, guck mal, die leben nicht mehr. Super schön. Also dürfte mir das Hoffnung geben, dass ich... Ja, dass ich das Gewehr ohne große Gegenwehr finden kann. Gut. Gerannt. Speichern wir mal hier. Zack. Und zack. So. Ich überlege. Na geil. Ach, also muss ich mich hier wieder auf eine Massenschießerei einlassen. Na geil. Leichen sind weg.
Okay. Und wenn die Leichen weg sind, dann... Dann sind also anscheinend die Gegner wieder da. Okay. Das ist natürlich nicht so Premium. Oh, eine Kiste. Oh, ein Rucksack. Also ein Versteck. Ah nee, das ist ein... Immer noch besser. Ja. Definitiv. Den können wir immer noch verkaufen. Nichts. Nichts. Gut. Okay, zur Not weiß ich ja noch, wo ich andere Anzüge herbekomme. Wenn die dann noch dort liegen, wo sie liegen. Oh, hallo. Siehst du mich? Ja, schade. Wieso bleibe ich eigentlich auch so dumm dastehen? Weil ich dumm bin. Naja, eigentlich nicht. Ich will es bloß schwerer haben. Wir können das auch alles friedlich regeln, würde ich sagen. Kannst auch ruhig sterben, oder? Warte. Och, Mann. Ey, sowas Unhöfliches, ey. Na, gucke. Danke. Okay, wenn die da irgendwie drauf sind, da muss ich ja auch da hochkommen. Wir sind da drauf gewesen. Vielleicht dieser alte Baukran. Ja. Dieser alte Baukran ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Ist eh noch drauf. Wo ist denn hier einer? Psst. Der ist gestorben. Oder vielleicht ist ja dieser alte Baukran doch nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern diese alte Treppe. Oh, scheiße. Hier geht's nicht so gesund, oder? Wie ist deine Gesundheit? Kannst du mir dies sagen? Ich habe mir jetzt nämlich ein Visier gefunden. Zielfernrohr. Abmontieren. Was ist denn das? Das ist ein SUSAT-Zielfernrohr. Die Candy-Schiene. Ja. Das machen wir mal wieder dran. Na, das da. Geht das auch wieder ran oder wie schaut das aus? Nicht fallen lassen. Du kannst das auch ruhig da drauf machen. Geht auch nicht. Ah. Das ist das Gewehr. Es ist jetzt nicht gerade so gut. Es erinnert halt echt sehr an das Sturmgewehr der Amerikaner. Gucke, haben wir dran. Ja.
Hat einen relativ guten Zoom, das Zielfernrohr. Entladen, ja. Entladen, so, fallen lassen, gut. Mit Sludge-Becken, können wir das jetzt irgendwie, nee. Können wir da jetzt das Ding da drauf schmeißen? Nee. Schade eigentlich. Und auch schade, dass die Folge vorbei ist. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao, ciao.